Kann ich da nicht einfach hinrennen schnell? Ach, zu dem blau-gelben müssen wir auch noch. Okay, wir schauen mal, ob wir schnell hinlaufen können. Dann muss ich jetzt keine. Ach, auf der anderen Seite, die haben so viel Sonanium wieder, ist völlig egal. Was war das? Rosa, ne? Ja, rosa. Ist auf der anderen Seite völlig egal, wir haben so viel Sonanium wieder. Ich pack bloß keine Lampe drauf, weil die brauchen wir wirklich nicht. Es ist mittlerweile hell genug hier im Untergrund. Achso, halt. Einmal da drüben lang. Mal gucken eigentlich, ich will nicht zu lange machen heute. Da ist er. Weil ich unglaublich müde bin. Schwarze Hynox. Jawohl. Na gut. Haben wir auf jeden Fall den Teil. Und ich habe vorhin gesagt, wir brauchen 8 Sonanium. Wir brauchen 9 Sonanium. Weil ein Teil ist 3 Sonanium. Zum Bauen. Das hatte ich so leicht verdrängt. Und vergessen. Itzose-Wurzel. Na, sehr schön. Haben wir das hier. Nice. So. Ach ja, das ist die letzte Position hier. Das können wir ignorieren. Okay, das heißt, jetzt fehlt nur noch das Gelbe hier. Und da komme ich am besten von da. Also von hier unten, glaube ich, habe ich jetzt soweit alles. Es fehlt noch das Gelbe unten. Und dann haben wir den Großteil. Dann muss ich hier bloß noch rein. Okay, also dann dahin. Dann holen wir uns das Gelbe noch schnell. Dann können wir zum Hain der Crocs gehen. Holen uns deine letzten beiden Samen. Oder Bäume. Und dann müssen wir gucken, wie wir das andere Zeug dann machen. Richtung Yellow. Da muss ich irgendwie jetzt hier lang. Sehr schön. Jetzt können die Waffe wechseln. Dann sehe ich nichts. Okay. Nice. Das ist doch alles nicht so schlecht hier gerade. Also ich gebe zu, ich habe es schon ein paar Mal jetzt, glaube ich, gesagt, dann in den letzten Aufnahmen und so weiter. Aber... Oh, ein Tiger-Ding. Schön. Haben wir gleich. Der Untergrund tatsächlich war doch spannender, als ich dachte. Das war doch spannender hier, als ich dachte. Und es gab doch einiges, dann... Oh, das wollte ich gar nicht.
Und es gibt doch einiges zu sehen hier und entdecken. Das möchte ich gar nicht mehr ausschließen. Oder bestreiten. Sehr schön. So, hinter der großen Wand im Südwesten sind manchmal Geräusche zu hören. Südwesten, okay. Ich rede von dieser gestreiften Wand, die sich bis ganz oben zur Decke erstreckt. Vom Untergrund aus scheint aber kein Weg hinter dieser Wand zu führen. Ob ich mir die Geräusche also nur einbilde? Oder gelangt man vielleicht von woanders dorthin? Wenn ich nur eine Karte hätte, könnte ich der Sache nachgehen. Ruhm Koga. Wand vom Südwesten. Ja, das ist das hier. Aber lustigerweise ist hier unten nichts. Also hier war nichts. Weil das müsste das hier sein, worauf er anspielt. Aua. Aber da war halt nichts. Question. Was ist das? Hä? Wo ist denn die Hütte hier? Ach, da hinten. Das war ich gerade so. Hä? Wo ist denn die Hütte mit den Bauplänen und dem Energiekristall? Giga-Bauplan. Kampfstrahlenwirbel. Nice. Großer Sonau-Energiekristall. Sehr schön. Ich glaube, wir müssten noch drei große Sonanium-Brocken haben, was bedeutet, wir könnten theoretisch... So, das haben wir hier. Da passt alles. So, wo ist der große Drache? So, ich muss jetzt eh hoch zu den Crocs. Das heißt, dann kann ich auch das Teil hier zurücklassen. Dann kann ich mir den Drachen da holen kurz. Ich glaube, ein Horn wäre mal ganz gut. Ich denke, ich hole mal sein Horn. Warum sieht es so groß aus, das Horn? Verrodra-Horn, ein Horn des goldenen Geistes, Verrodra. Er soll die kristallisierte Macht der Elektrizität halten, an Waffen erhöht es deren Angriffskraft. Nice. So, verlassene Zentralmine. Zack. So, ich glaube, wir können das große Sonanium eintauschen. Gegen 20 von den Dingern. Also gegen große Energiezellen. Das heißt, wir können dann eine ganze Batterie nochmal auf die nächste Stufe anheben. Zack. Jawohl. Jawohl. Nice. Sehr schön, dann haben wir das und danach gehen wir jetzt zum Wald im Krog, zu dem Kroghain im Untergrund. Da gibt es noch zwei Pflänzchen. Und dann müssen wir mal gucken, oben rechts ist ja dieses Labyrinth und in diesem Labyrinth ist auch nochmal
einen Abgrund. Aber ich glaube, da kommen wir nicht runter. Da bin ich mir nicht sicher. Das ist eine Batteriemaschine. Jawohl. Ja, möchte ich. Jawohl. Drei Zusatzbatterien, bitte. Nice. So, hervorragend. Zusatzbatterie mal drei. Sehr schön. Cool. Haben wir das. So. Dann haben wir hier jetzt praktisch alles uns geholt, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, wir gehen jetzt hier in den Krokheim. So. Dann holen wir das hier. Da sind wir zum Glück relativ fix. Da lohnt sich es, glaube ich, gar nicht, hier das Dingens aufzumachen. Also da jetzt was zu bauen. Oh, mein Zusatzausdauer verbraucht. Habe ich gar nicht aufgepasst. Zack. Ach, da ist noch eine Arena da hinten. Ups. Durch eine Aufnahme gemacht, wollte ich gar nicht. Und wir müssen zu gelb. Moment, wir haben doch hier. So, komm her. So, das geht doch so auch ganz gut. Sehr schön, dann sehe ich mal schon das Plänzchen. Und dann müssen wir nur eben noch in die Arena rein. Und dann ist das gar nicht mal so schlecht. Dann sind wir nämlich relativ weit, was die Erkundung angeht. What the? So was Dämliches. Das war ja richtig dämlich jetzt. Holy moly. Sehr schön. Ja, einmal zu rot machen. Du. Explodieren die? Nee. Wieso liegen hier so viele Bananen? Ich hab
habe das Gefühl, ich muss jetzt gegen ganz Haufen Liga kämpfen. Ne? Urwald Arena. Ich speichere mal kurz. Das sieht nach dem Hynox aus. Ha. Ha, 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 ha. Bist uns ja prächtig in die Falle gelaufen. Du musst links sein. Ist ja wirklich simpel, dich reinzulegen. Man muss nur mit einer Banane wedeln und schon kommst du angedackelt. Mhm. Ups, wir haben ganz vergessen, uns vorzustellen. Halt dich fest. Wir sind die Schergen des unbesiegbaren, mächtigen Koga. Die Truppe, die dir um Prinzessin Zelda das Handwerk legt. Die Jägerbande. Und jetzt ein kleiner Hinweis für dich. Dumm für dich, dass du die Jägerbande auf den Leim gegangen bist. Wir haben da nämlich etwas für dich vorbereitet. Unser Überraschungsgast lebt im Untergrund in der Finsternis der Urwald Arena. Der schwarze Hynox. Wir wünschen viel Vergnügen. Gut. Tschüss. Ach, das war's schon. Ha. Huh. Okay, ich dachte, da kommen jetzt mehr Hynoxe raus und so. Okay, na gut. Das war easy. Krogmaske. Diese Maske ist den, den Masten der Krogs nachempfunden. Versteckt sich ein Krog in der Nähe, regiert sie. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Ja, cool. Haben wir das. Okay, dann haben wir das hier alles. Dann haben wir jetzt den gesamten Untergrund, was man so erforschen kann, haben wir gemacht. Das heißt, theoretisch... Das da hinten fehlt uns jetzt noch und die beiden Dinger fehlen uns noch. Und hier müsste auch noch irgendwas sein, aber da müsste auch noch irgendwo runtergehen dann. So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Marlons Quelle, Stempel, was auch immer ich hier markiert habe, ich weiß es nicht. So, die Frage ist... Wir gehen mal dahin. Also, wir müssen jetzt irgendwie da hinten in den Untergrund gelangen. Weil da ist praktisch auch noch dann... oder muss ein Bäumchen sein. Weil da hinten ist noch die Map nicht komplett aufgedeckt. So, ich muss nach El Nordo. So, weil ich hier einfach fliegen kann wieder. Das geht dann deutlich schneller. Upsala. Okay, also da oben ist auf jeden Fall ein Schrein. Da unten ist auch was und da wird irgendwo da unten wird ein Abgrund sein. Okay, jetzt fliegen wir erstmal da hoch.
Sofern ich da überhaupt hochkomme, tatsächlich. Ja, es sieht so aus, als könnte das ein Stück weit dauern. Dafür wird meine Energie nicht reichen, glaube ich. Na, schauen wir mal. Notfalls nehme ich so eine Unendlichkeitsenergiezelle. Das sollte ein bisschen helfen dann. Das könnte man vielleicht so erreichen. Irreland Himmel. Mogisari-Schrein. Na gut. Wir haben es geschafft, bis ganz nach oben zu kommen. Schön. Lohnt sich, wenn man so viele Batterien hat. Dann geht das relativ entspannt. Übermut zum Sprung. Ha. Oh Gott. Okay. Mache ich diese Tür auf? Ach so, warte mal. Ja, Moment, nein. So. Right? Right. So, haben wir das. Massiver Sonanium-Schild. Nice. Habe keine Schilde mehr, nachdem ich die alle bei dem Leunen bei dem einen verballert habe. Was mir übrigens auch nichts gebracht hat. Weil ich keine Angriffe parieren oder parieren konnte.
Okay, ich weiß auch, dass hinausläuft. Wir brauchen volle Schubkraft. Das wird gleich mega. Ich habe mega übertrieben. Allons-y! Nice. Sehr schön. Geschafft. Das war einfach. Ich habe bloß das mit dem Ding jetzt nicht zu spät gecheckt, dass ich das ja sprengen kann. Das war so irgendwie, hä, wie komme ich da durch? Aber ja, sprengen hilft. Ein Spaß. So, dann sind wir jetzt da oben. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie das blöde Labyrinth durch und dann irgendwie dann drunter springen durch, dass wir praktisch unten reinkommen, würde ich mir vorstellen, ha? Also bestimmt wieder so eine Challenge hier. Wait, what? Du, der das Labyrinth des Himmels betreten hast. Ja. Tief im Innersten des Labyrinths der Erde ruhen die Ringdrachen und harren der Ankunft ihres Erweckers. Kann ich das skippen? Nein. So. Tief im Innersten des Labyrinths der Erde ruhen die Ringdrachen und harren der Ankunft ihres Erweckers. Okay, also wir müssen nach unten. Na gut. Den Schrein da unten schon eigentlich. Nee, habe ich noch gar nicht. Okay, was?
Massiver Sonaniumschild. Nehme ich doch gerne. Forschungstagebuch, Tag 2. Jeder Schritt hier will gut überlegt sein. Der Überall gelaut, Miasma oder schon bei geringstem Kontakt den Körper infiziert. Nur gut, dass Tauru zurückgekehrt ist, denn in seinem Zustand hätte er die Erkundung hier drin nie überstanden. Um was nun handelt sich wohl bei diesem Miasma? Und die andere große Frage ist, ob die verschollene Prinzessin, ihr Ritter, die in Schloss Hyrule's Miasma erkunden wollten, gefunden wurden. Hoffen wir das Beste für die beiden. Ah, ich muss wieder den Eicheln folgen hier. Sehr schön, da wird jemand Eicheln gelegt. Das macht das Ganze deutlich einfacher. Forschungstagebuch, Tag 3. Endlich habe ich ein Relikt der Sonne entdeckt und kann es kaum warten, Tauro davon zu berichten. Allerdings ist meine Neugier noch nicht völlig gestillt, sodass ich zögere, mich jetzt schon auf den Rückweg zu begeben. Wir haben wohl auf die untere Ebene der Ruine gelangt, die ich von hier oben aus sehen kann. Das ist eine sehr gute Frage. Als Herrscher Drachen sage ich dir, dass du das Labyrinth der Erde durchschritten hast. Eine weitere Tür hat sich dir geöffnet. Besuche die südliche Seite des Labyrinths des Himmels. Irland-Prophezeiung.